Hi, Heiko hier. In diesem Video möchte ich dir einmal die wichtigsten Gebärden zeigen, damit du auch einen guten Einstieg in die Gebärdensprache hast und auch schon die ersten Sachen in der Gebärdensprache sagen kannst. Für den Anfang habe ich etwas richtig Schönes für dich, und zwar ist das diese Gebärde, dieses Zeichen. Und das ist eine Kombination aus drei verschiedenen Buchstaben aus dem Fingeralphabet, das du idealerweise auch lernen solltest. Und das ist dann die Kombination aus dem I, dem L und dem Y. Und ja, dieses Zeichen bedeutet letztendlich I love you im Amerikanischen. Im Deutschen ist es eher so ein Ich mag dich. Also es ist keine Liebeserklärung, sondern es ist eine Ich mag dich Erklärung. Und du wirst dieses Zeichen auch sehr häufig sehen auf Bildern, auf Gruppenfotos von gehörlosen Menschen, dass die dann sowas machen. Das Wichtigste für den Anfang ist das Begrüßen von verschiedenen Leuten. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit, um andere Menschen zu begrüßen, ist ein ganz normales Winken. Das ist nicht so schwer, das kann jeder Mensch. Eine etwas kompliziertere Sache ist zum Beispiel, guten Morgen zu sagen. Die Gebärde für gut ist gut und der Morgen ist der Morgen. Also die Sonne geht nach oben im Prinzip. Dementsprechend kann man dann einfach sagen, guten Morgen, und schon hat man ein Lächeln in das Gesicht von der anderen Person gezaubert. Eine andere Möglichkeit ist dann auch zu sagen, guten Tag oder guten Abend. Das wäre dann halt guten Tag, deshalb die Sonne scheint von oben, und bei guten Abend geht die Sonne nach unten. Dementsprechend guten Morgen, die Sonne geht nach oben, guten Tag, die Sonne scheint von oben, und guten Abend, die Sonne geht halt wieder nach unten. Wenn du dich jetzt vorstellen willst, dann würdest du in der gesprochenen Sprache sagen, mein Name ist Heiko zum Beispiel. Und wenn du das auch in der Gebärdensprache sagen können möchtest, dann würdest du den Satzbau etwas anpassen. Aber in dem Fall, weil das dann sehr ähnlich ist, verändert sich das gar nicht so großartig. Das heißt, hier würdest du sagen, statt mein Name ist Heiko, in der Gebärdensprache mein Name, und dann buchstabierst du das einfach mit dem Fingeralphabet und schon hast du dich vorgestellt. Wenn du jetzt wiederum jemand anderen fragen möchtest, was sein Name ist, dann würdest du in der gesprochenen Sprache sagen, wie ist dein Name? Und in der Gebärdensprache ist es etwas anders, und da würden wir hier gebärden, dein Name was? Und hier siehst du, dass sich der Satzbau etwas verändert hat, die Grammatik ist etwas anders, und das darfst du dann auch berücksichtigen. Nochmal, dein Name was? Wenn du jetzt gerne als nächstes sagen können möchtest, wo du wohnst, dann würdest du in der gesprochenen Sprache sagen, ich wohne in Berlin, sagen wir mal zum Beispiel. Und in der Gebärdensprache verändert sich der Satzbau ein bisschen, und zwar würdest du dann gebärden, ich Berlin wohne. Nochmal, ich Berlin wohne. Und wenn du wiederum jemand anderen fragen möchtest, wo er wohnt, dann würdest du in dem Fall normalerweise fragen, wo wohnst du? Und in der Gebärdensprache würdest du dann fragen, du wohnen wo? Nochmal, du wohnen wo? Normalerweise ist es auch so, dass man beim Kennenlernen ganz häufig auch gefragt wird, ob jemand gehörlos ist oder ob man selber gehörlos ist. Und diese Frage sollte man dann auch idealerweise verstehen. Und die Frage ist dann nicht, wie im Gesprochenen, bist du gehörlos, sondern das würde dann so gebärdet werden, du gehörlos, du, nochmal. Und wenn du dann antworten möchtest, dann ist es in den meisten Fällen so, dass du dann sagst, nee, ich bin hörend, und in der Gebärdensprache wäre es dann so, ich höre. Nochmal. Eine andere Frage, die gerne beim Kennenlernen auch gefragt wird, ist, was man eigentlich beruflich macht. Also im Gesprochenen, was machst du beruflich? Und in der Gebärdensprache wird es immer ein bisschen anders gestellt. Und zwar fragt man dann, du arbeiten was? Ohne Stimme. Und das ist auch super mega wichtig, dass man die Sachen, die ich gerade in der Gebärdensprache gezeigt habe, dass man das normalerweise auch ohne Stimme macht, weil man die Stimme einfach nicht braucht. Und damit hast du auch schon mal die ersten Sachen, die ersten Sätze in die Hand bekommen, um eine Unterhaltung in den ersten Minuten führen zu können und sich auch ein bisschen mit Gehörlosen austauschen zu können.
Eine andere Sache, die ich dir gerne noch mitgeben möchte, sind die Wochentage. Die Wochentage sind auch sehr unterschiedlich. Das kann auch in deiner Region anders sein. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Das ist normal, dass die unterschiedlich sind. Wenn du gerne mit diesen unterschiedlichen Gebärden besser klarkommen möchtest, dann melde dich gerne bei einem Lehrer, vielleicht auch bei mir, um da Klarheit zu bekommen. Ich sage dir jetzt einmal die Gebärden, die ich in meiner Region benutze. Und das sind zum Beispiel einmal Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Nach den Wochentagen ist auch noch super wichtig, dass man auch die Monate kann. Auch hier gilt, dass die regional sehr unterschiedlich sein können. Wenn es da Unklarheiten gibt, melde dich da auf jeden Fall beim Lehrer, beim Trainer deines Vertrauens für die Gebärdensprache. Das ist einmal der Januar. Nochmal. Januar. Februar. März. April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Nach den Wochentagen und nach den Monaten möchte ich dir noch gerne die Gebärden für die größten Städte in Deutschland mitgeben. Die größten Städte sind unter anderem die Stadt Berlin, Hamburg, Köln, Wuppertal und München. Nochmal von vorne. Berlin, Hamburg, Köln, Wuppertal und München. Es gibt aber auch noch die Gebärden für Frankfurt, Düsseldorf, Dortmund, Essen und Bremen. Was auch super spannend zu wissen ist, sind die verschiedenen Farben, die es gibt. Farben sind auch sehr regional unterschiedlich, aber es ist doch sehr, sehr einheitlich und manchmal auch sehr gut nachzuvollziehen. Zum Beispiel gibt es hier einmal die Farbe Rot. Rot wie die Lippen. Dann haben wir Blau, Grün, Braun, Weiß, Schwarz, Gelb, Orange, Lila und Rosa. Nach den vielen Wörtern möchte ich dir gerne noch ein paar Beispielsätze mitgeben. Und zwar ist es so, dass man auch gerne fragt, zum Beispiel, auf was hast du gerade Lust, auf was hast du gerade Bock? Und in der Gebärdensprache würde ich das so gebärden: Du, Wunsch, machen, was? Nochmal ohne Stimme. Wenn du jetzt gerne in der Gebärdensprache nach Hilfe fragen möchtest oder erkennen möchtest, ob jemand nach Hilfe fragt, dann ist es auch super nützlich zu wissen, wie kannst du mir helfen, in der Gebärdensprache aussehen würde. Und da wäre es so: Du bitte helfen kann. Nochmal. Ein anderer Beispielsatz, der auch super spannend ist, ist zu fragen, ob eine Person gut gebärden kann. Und da würde es dann sein, dass du nicht sagst, kann er gut gebärden, sondern in der Gebärdensprache, er gut gebärden kann. Nochmal ohne Stimme. Und jetzt möchte ich dir gerne etwas kompliziertere Sätze zeigen, die zeigen, wie die Grammatik der Gebärdensprache ist und wie anders sie auch sein kann. Und hier ist es so, dass du zum Beispiel sagen möchtest, heute arbeite ich nicht. In der Gebärdensprache ist es ein etwas anderer Satzbau, aber es passieren auch mehrere Sachen gleichzeitig. Und das ist das super Spannende an der Gebärdensprache. Man kann mehrere Sachen gleichzeitig sagen.
Zum Beispiel kann man dann sagen, heute ich nicht arbeiten. Das ist arbeiten, das hatten wir schon. Und nicht arbeiten ist halt den Kopf parallel dazu schütteln. Und das ist halt das super Spannende, wo die Gebärdensprache ihre Magie quasi entfalten kann, dass man mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Nochmal ohne Stimme. Ein anderer schöner Satz ist der Satz, in 5 Jahren kann ich hoffentlich die Gebärdensprache. Und in der Gebärdensprache ist es dann so, dass du das etwas komprimierter sagen kannst. Und das ist dann das Schöne, dass du das nicht mehr Wort für Wort übersetzen darfst und sollst überhaupt, sondern dass du das dann wirklich mit der Gebärdensprachgrammatik benutzen kannst. Und da ist es zum Beispiel so, dass du dann sagst, in 5 Jahren ich hoffentlich Gebärdensprache kann. Nochmal, ohne Stimme. Und der nächste Satz, der ist ein super spannender Satz, weil der nochmal zeigt, wie kompakt die Gebärdensprache sein kann und wie viele Sachen gleichzeitig man in der Gebärdensprache ausdrücken kann. Zum Beispiel ist es dann so, dass du den Satz, ich glaube nicht, dass ich in 5 Jahren gebären kann, dass du das richtig kompakt machen kannst, indem du sagen kannst, ich glaube nicht, dass ich das in 5 Jahren Gebärdensprache kann. Also richtiger gesagt, ich glaube nicht, dass ich in 5 Jahren Gebärdensprache kann. Und da siehst du halt, ich glaube nicht, dass ich in 5 Jahren, das sind 8 Wörter, die man quasi in einer Gebärde gemacht hat. Und das ist halt das super Spannende, zumindest aus meiner Sicht, was die Gebärdensprache alles bewirken kann und wo sie ihre Magie ausspielen kann. Es gibt aber auch, wie in jeder anderen Sprache, in der Gebärdensprache eigene Sprichwörter, eigene Sachen, die man teilweise gar nicht so wirklich in die gesprochene Sprache übersetzen kann. Eine Sache, die ich gefunden habe, die man doch relativ gut übersetzen kann, ist ein Spruch in der Gebärdensprache, den übersetze ich dir später erst, ich zeige dir den erstmal. Und zwar ist das die Gebärde das alte Suppe. Also gehörlose Menschen haben dieses Sprichwort, dass sie dann sagen, das. Und wenn man das Wort wörtlich übersetzt, das habe ich jetzt gerade mal gemacht, dann ist es wahrscheinlich so, dass du denkst, okay, das ist eine alte Suppe, was meinst du damit eigentlich? Die Übersetzung, das Äquivalent in der gesprochenen Sprache ist zu sagen, das ist ein alter Hut oder das ist kalter Kaffee. Also sowas Ähnliches gibt es auch in der Gebärdensprache. In der Gebärdensprache gibt es sogar Sprichwörter, die man nicht so wirklich in die gesprochene Sprache übersetzen kann. So wie es auch genauso ist, dass man englische Sprichwörter nicht so wirklich ins Deutsche übersetzen kann, weil man den ganzen Hintergrund nicht so wirklich versteht. Und das zeigt halt wiederum, was wichtig ist. Es ist nicht so ganz sinnvoll, ganz viele Wörter zu lernen, und es ist auch nicht ganz sinnvoll, Sätze Wort für Wort von einer Sprache in die andere Sprache zu übersetzen. Das gilt nicht für die Gebärdensprache, das gilt auch nicht für Englisch und das gilt auch nicht für alle anderen Sprachen in der Welt, weil jede eigene Sprache hat auch eine eigene Grammatik, die man dann auch ein bisschen berücksichtigen darf und sollte. Natürlich ist es auch so, wenn du nur Wörter lernst, dann wirst du auch nicht so wirklich in der Lage sein, anderen Menschen helfen zu können, weil du dann nur irgendwelche Wörter sagst und die anderen sich das nochmal überlegen dürfen, was du eigentlich meinst. Weil auch wir sprechen in ganzen Sätzen und packen nicht irgendwelche Wörter zusammen und hoffen, dass der andere das dann auch versteht. Ganz spannend ist es sehr häufig, wenn du einzelne Wörter lernst, dann bist du vielleicht in der Lage, dich irgendwie auszudrücken, du bist vielleicht in der Lage, das so zu gebärden, so zu formulieren, dass der andere das einigermaßen verstehen kann. Der entscheidende Punkt ist, verstehst du überhaupt die Antwort? Also wenn du eine Frage gebärden kannst und die Person das vielleicht versteht und dann eine Antwort gebärdet, bist du dann in der Lage, das zu verstehen? Denn das ist das Entscheidende. Wenn du etwas Wort für Wort übersetzt, dann kann der Muttersprachler auf der anderen Seite das vielleicht nachvollziehen, überlegen, was du eigentlich meinst. Aber andersherum benutzt ein Muttersprachler die komplette Sprache, auch die Grammatik, und dann stellt sich die Frage, bist du dann in der Lage, die Antwort zu verstehen, und bist du dann in der Lage, auf diese Antwort eine Antwort zu formulieren oder noch etwas sagen zu können. Was auch super wichtig ist, wie bei jeder Sprache ist es auch in der Gebärdensprache so, dass du eine gewisse Routine brauchst, eine gewisse Melodie brauchst,
um die Gebärden richtig gut zeigen zu können. Denn letztendlich ist es so, dass jede Sprache eine gewisse Melodie hat. Das bedeutet, dass man Wörter miteinander verbindet und nicht nur einzelne Wörter nacheinander sagt, sondern die werden so fließend gesagt. Ein anderes Beispiel ist auch ein bisschen das Umgangssprachliche. Wenn ich jetzt sage oder wenn ich jemanden treffe und ich frage so, ja, was machst du denn heute? Dann habe ich jetzt nicht, was machst du denn heute gesagt, sondern ich habe gesagt, was machst du denn heute? Das heißt, das ist so ein verbundener Satz gewesen. Und das Gleiche geht auch für die Gebärdensprache. Also es ist nicht so, dass man die Gebärden einzeln zeigt, sondern das sind teilweise Gebärden, die fließend ineinander übergehen. Und dann stellt sich halt die Frage, okay, war das jetzt eine Gebärde oder sind das zwei, drei Gebärden hintereinander, ohne dass ich das gemerkt habe? Was auch super wichtig ist, ist einfach der Punkt, dass du in der Lage sein solltest, bestimmte Dinge selber herleiten zu können. Der Grund ist einfach der, in der Gebärdensprache verändert sich der Satzbau nicht unbedingt dadurch, wer die Tätigkeiten macht oder wer die Sachen sagt und tut und so weiter, sondern die Gebärden und der Satzbau, die verändern sich hauptsächlich dadurch, wie etwas gemacht wird. Und ein ganz einfaches Beispiel ist die Gebärde für lesen. Wenn ich jetzt hier auf einem Blatt lese, dann gehen meine Augen im Prinzip hier über das Blatt. Wenn ich aber jetzt auf dem Boden etwas lese, ja, dann lese ich quasi so. Wenn ich etwas auf der Decke lesen würde, dann würde ich quasi so lesen. Das heißt, dadurch, wie man liest, verändert sich die Gebärde. Ein anderes Beispiel ist einfach das Laufen. Ich kann Laufen so malen, ich kann Laufen so malen, ich kann Laufen so malen und ich kann Hetzen malen. Das sind alles verschiedene Arten von Laufen letztendlich. In der gesprochenen Sprache ist das alles Laufen, in der Gebärdensprache sind das unterschiedliche Gebärden. In der gesprochenen Sprache würde man teilweise auch noch ein bisschen was Erklärendes hinten dran packen oder zur Erklärung ergänzen, zum Beispiel sehr schnelles Laufen, hetzendes Laufen und so weiter. In der Gebärdensprache ist das schon in den unterschiedlichen Gebärden mit drin. Und das ist halt der Punkt, wenn du die Sachen einzeln lernen würdest, dann würde es Ewigkeiten dauern, bis du dich einigermaßen in der Gebärdensprache ausdrücken kannst. Wenn du aber lernst, die Systematik dahinter zu verstehen und wenn du lernst, das auch selber machen zu können, dann wird das Gebärdensprachenlernen viel, viel einfacher. Und letztendlich ist es so, dass einzelne Wörter, die man lernt, dass das ja nicht unbedingt ausreicht, um sich in einer kompletten Sprache dann auch ausdrücken zu können. Selbst das, was ich dir bis jetzt mitgebracht habe und dir bis jetzt schon erklärt habe, reicht vielleicht, um die ersten 5 bis 10, 15 Minuten einer Unterhaltung schaffen zu können. Aber sobald da irgendwas reinkommt, was anders ist, was vielleicht auch ein bisschen genuschelt wurde, fällt es dann schwer, die Unterhaltung weiter beizubehalten oder man muss auf andere Sachen ausweichen, die nicht so ideal sind. Und was du auch definitiv berücksichtigen darfst, ist, es gehört einfach eine Portion Mut dazu, eine Sprache, die man noch nicht kennt, in der man sich noch nicht so sicher fühlt, eine Sprache dann auch vor anderen Menschen zu benutzen. Ein ganz einfaches Beispiel ist, man kann vielleicht unter der Dusche trällern, singen und so weiter, aber auf einer Bühne stehen und das Singen, das ist nochmal was völlig anderes. Das Äquivalent dazu ist, nur weil du dir YouTube-Videos anschaust und die Gebärden versuchst einigermaßen nachzumachen, bedeutet das leider noch nicht, dass du die Gebärdensprache kannst und dass du dich auch richtig darin ausdrücken kannst. Und dementsprechend ist es auch super wichtig, dass du eine Umgebung hast, die dich komplett wertfrei aufnimmt und die dir erlaubt, dich auszuprobieren und die ersten Schritte in der Sprache zu gehen. Und letztendlich ist es auch so, dass du eine Umgebung brauchst, die dir eine Rückmeldung gibt, auch wenn du gerade so im Flow bist. Und das ist das Interessante. Es ist nicht selbstverständlich, dass man die Grammatik und die Aussprache von anderen Menschen korrigiert. Man macht es vielleicht bei Kindern, aber man macht es nicht bei anderen Menschen. Das kannst du zum Beispiel sehen bei Menschen, die nach Deutschland gekommen sind und Deutsch gelernt haben und das vielleicht noch nicht so gut können. Dann würdest du tendenziell nicht hingehen und sagen, naja, das sagt man nicht so, sondern das sagt man so und man sagt nicht, ich gehe, sondern ich habe gemacht oder ich werde gehen. Und das macht man halt nicht. Das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Und deswegen ist es auch super wichtig, dass du eine Umgebung hast, die dir eine Rückmeldung gibt, auch wenn du gerade so richtig im Flow bist und die Unterhaltung richtig gut läuft. Aber wenn dir das niemand sagt, dann schleichen sich diese Fehler ein und die bleiben dann auch, weil du denkst, dass es richtig ist.
Und das ist halt das Entscheidende, was leider ein Videokurs nicht leisten kann, weil ein Videokurs kann dir nur sagen, wie es sein sollte, aber es kann dir nicht die Rückmeldung geben, ob das, was du machst, auch wirklich genau das Gleiche ist oder nicht aus Versehen etwas völlig anderes ist, was du eigentlich gar nicht sagen wolltest. Das ist das, was ich dir gerne mitgeben wollte. Das sind die Wörter, die ersten Sätze in der Gebärdensprache, damit du auch einen guten Einstieg finden kannst, aber auch das Bewusstsein, was eigentlich wichtig ist, um sich in der Sprache ausdrücken zu können und vor allem, wie du vielleicht die nächsten Schritte gehen solltest und was du beachten solltest, wenn du dir was aussuchst, um die Gebärdensprache zu lernen. Wenn du jetzt gerne die Gebärdensprache lernen möchtest und wissen möchtest, wie du dich darin unterhalten kannst und wie du auch eine flüssige Unterhaltung führen kannst, dann melde dich gerne auf www.heikoburak.de und wir schauen dann in einem kostenlosen Beratungsgespräch, wo du gerade stehst, wo du hin willst und wie ich dir beim Gebärdensprachenlernen helfen kann. Dementsprechend geh gerne auf www.heikoburak.de und melde dich. Ich freue mich darauf, mit dir zu sprechen. Bis dann, dein Heiko.